und zusammen beten. Weil jetzt ist die Zeit, wo wir den Arm dieses großen Gottes, dem Daniel gedient hat, der Daniel beschützt hat, der Daniel gesegnet und in Position gebracht hat, mitten in einer heidnischen Nation. Wir wollen diesem Gott und seine Kraft heute Morgen und seine Liebe, wir wollen Ehre bringen, Ruhm und Macht und Herrlichkeit zu seinem Namen. Und sagen, Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Und zuerst möchte ich dich segnen heute Morgen in seinem Namen. Vater, ich segne jetzt alle, die am Livestream dabei sind heute Morgen. Du hast uns vereint gerade, wie auch immer du das machst, über elektronische Medien, das uns zusammen vereint, überall, tausende Kilometer entfernt. Manche sogar, wie ich gelesen habe vorhin, aus Südafrika, das uns vereint vor deinem Thron. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Wir sind jetzt zusammen vor dem Thron des Universums, vor der höchsten Autorität in ganz Deutschland, in der ganzen Welt. Und das bist du, Vater im Himmel, auf dem Thron. Und Jesus zu deiner Rechten, das Lamm Gottes, der Erlöser der Welt, der Messias, der Retter und Befreier. Und Vater, ich löse jetzt in dem Namen Jesus deinen Segen über jedem, der hier dabei ist, der dein Wort gehört hat, sein Herz für dich geöffnet hat. Und ich bete, Herr, dass du selber deine Hand in diesem Augenblick auf jeden legst. Die Kräfte, die dort in der Löwengrube wirksam waren, zum Schutz und zur Hilfe, sie jetzt über meine Brüder und Schwestern kommen. Auch für alle, die vielleicht zum ersten Mal heute Morgen eingeschaltet waren. Herr, komm mit deiner mächtigen Kraft über jeden hier in Jesu gewaltigem Namen. Komm, fließe du, Heiliger Geist. Fließe du mit Wellen deiner Kraft in jedes Herz, in jede Seele, in die Emotionen rein. Und ich löse, Herr, deine Freiheit. Ich löse deine Gnade. Ich löse deine Liebe über jedem. Ganz frisch den Tau des Hermons und den Balsam von Gilead in Jesu Namen. Am Livestream dabei sind. Und ich segne dich, dass Gott, der Vater im Himmel, dich leitet und führt heute durch diesen überragenden Heiligen Geist. Ich segne dich, dass dir all das, was du gelernt hast, abrufbar ist in jeder Form von Prüfung, in der du stehst. Und dass Gottes Weisheit und Gnade die Fähigkeit gibt und Stärke verleiht und Kraft gibt heute an diesem Tag. Vater, wir segnen auch alle Menschen in unserem Land, die dich noch nicht kennen. Du hast versprochen, am Ende der Tage wirst du deinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf alle Menschen. Und wir beten, Herr, dass Deutschland erfüllt wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser die Meere bedeckt. Deutschland, wir prophezeien heute über dir, du sollst Gott, den Vater, erkennen.
So wie es in der Heiligen Schrift heißt, in dem wunderbaren Wort Gottes, wo es heißt, wohl der Nation, wohl dem Land, dessen Gott der Herr ist. Vater, wir lösen deine Kraft auch über unseren Politikern, über den Darius unserer Zeit, über den Belsazars, Nebukadnezars unserer Zeit. Komm du mit deiner Kraft und Gnade auch heute Morgen über sie, mit deiner Weisheit. Wir beten, dass du alle falschen Berater vom Thron der Könige, von den Regierungszentren heute entfernst. Auch das ist ein Gebet aus deinem Wort. Entferne die falschen Berater vom Thron des Königs. Erlöse uns, Vater, von allem Bösen. Befreie uns von allem Übel und Schlechten. Befreie uns von denen, die Zerstörung und Intrige und Neid und Eifersucht wollen und andere Menschen zerstören wollen. Herr, komme und brech du das Joch der Finsternis heute. Wir beten auch, dass in unserem Land satanische Bollwerke zerbrochen werden, Festungen der Finsternis geschliffen und niedergerissen werden, eiserne Ketten brechen und eherne Bande zerschlagen werden. In dem Namen Jesu Christi sprechen wir jetzt Freiheit über den Gebundenen aus heute Morgen. Freiheit über denen, die in Ketten liegen. Freiheit über denen, die in Drogen, in Abhängigkeiten, in Süchten gebunden sind. Und komm, du Heiliger Geist, weil dein Wort sagt, die Salbung bricht das Joch. Die Kraft des Heiligen Geistes bricht das Joch. Wir segnen auch heute Deutschland und Europa mit der Erwartung, dass Gott ein Wunder tut, dass Gott erscheint, dass Gott selber sich offenbart, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ihr Lieben, ich spüre gerade etwas in meinem Herzen. Ich glaube, dass Gott etwas wirken will in den Herzen der Menschen unserer Länder. Nämlich, dass sie erwarten, dass Gott etwas tun wird. Dass Dinge kommen werden in der Zukunft, wo Menschen nur noch einen Weg sehen werden, nämlich zu Gott zu gehen und ihn um Hilfe zu bitten. Und ich glaube schon, dass wir in diesen Tagen, zumindest am Anfang dieser Tage leben, wo ein Schreien nach Gott passiert. Und es wird wie die Antwort auf deine und meine Gebete auch sein. Weil wir beten ja schon viele, viele Jahre, dass Gott ein Ruf und ein Schreien nach ihm in den Herzen der Menschen bewirkt. Weil sie ihn nicht kennen. Sie kennen seine Güte und Liebe noch nicht. Sie kennen seine Erlösung noch nicht. Die meisten Menschen in Deutschland wissen nicht, was Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz für die Menschheit getan hat. Dass er unsere Sünde vergeben hat, unsere Schuld zerbrochen hat, die Macht des Teufels zerschlagen hat und dass jetzt der Weg zu Gott in den Himmel frei ist. Menschen wissen das noch nicht. Und deswegen, Vater, beten wir auch heute Morgen, dass ein Schreien entsteht in den Herzen der Menschen. Millionen von Menschen in unseren Ländern. Ein Schreien nach dir, dem lebendigen Gott, nach deiner Rettung, nach deiner Hilfe. Danke, Herr. Kosima, Belechad, Amon, Ebrehed, Yagyanos, Judov, Abremami, Mechala, Kasuna, Ashtemelim, Abrochoi, Ganinesil, Adava, Iboma, Miesa, Limato, Kosomi, Ramechan, Ilikesha. Löse du über jedem Geist, über jedem Herzen von Menschen, über all den Seelen, die dich nicht kennen, den Geist der Erkenntnis und der Offenbarung, den Geist der Erleuchtung, himmlische Illumination, himmlische Inspiration, himmlische Erkenntnis, sei freigesetzt über unseren Ländern. Tauf du ganz Europa mit Geist und mit Feuer. Lass deinen Geist fallen auf alles Fleisch, wie es vorhergesagt ist durch deine Propheten. Vater, wir beten, dass der Raum des Übernatürlichen, der Raum der Zeichen und Wunder sich öffnet über uns. Danke, Vater, von Herzen. Du bist der Gott, der Wunder tut, wie bei Daniel, der Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Und heute Morgen bringen wir dir Ruhm und Ehre. Und
mit Macht und Herrlichkeit. Vater, wir wollen dir sagen, wir lieben dich mehr als alles sonst auf dieser Welt. Vater, wir heben dich über Deutschland, wir heben dich über der Schweiz, über Österreich, über Europa, wir heben dich. Wir sagen, keiner ist wie du. Du bist der herrliche, mächtige Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Wir beten, dass überall in den Kirchen Deutschlands der Ruhm Gottes wieder verkündigt wird. Die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Herrlicher Worship, herrliche Anbetung aus Tausenden von Seelen und Herzen und Mündern aufsteigt zu dir, Herr. Für jemanden jetzt hier, egal in welcher Situation du drin bist, wo du drin steckst und denkst, es ist ausweglos, du hast kein Licht am Ende des Tunnels. Aber der Herr selber sagt dir heute Morgen prophetisch zu deinem Herzen: sagt, ich bin dein Helfer, ich bin der Helfer in Zeiten der Not. Vertraue mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft, vertraue mir. Und ich werde es wohl machen. Ich werde es wohl machen. Vertraue mir. Ich spüre so stark, wie Gott jemanden ermutigt, gerade jetzt, dass du ihm vertrauen sollst. Und er wird es wohl machen. Noch etwas höre ich so klar in meinem Herzen. Ich soll auch beten gegen jede Form von Angst. Das sind so viele Kinder auch und junge Leute, aber auch Erwachsene, die gerade betroffen sind von Angst. Natürlich auch, weil wir manchmal die falschen Quellen anzapfen, immer wieder die falschen Dinge hören und das macht einem Angst. Aber ich weiß, Gott ist so gnädig und er möchte Angst hinweg katapultieren. Die vollkommene Liebe von Gott vertreibt nämlich alle Angst und Furcht. Und ich spüre, das sollte ich jetzt tun, dass wir zusammen beten, dass Angst zerbrochen wird in dem Leben von Menschen. Und jetzt, Heiliger Geist, du bist so stark. Du bist der Geist, der das ganze Universum geschaffen hat, der die Energie zur Erschaffung der Erde, die Kraft, die Power dazu geliefert hat. Heiliger Geist, komm du jetzt und brech du heute Morgen das Joch der Angst. Zerbrech du die Macht der Finsternis, die sich wie eine lähmende Angst auf Menschen gelegt hat. Du Geist der Angst und Furcht, sei hinwegkatapultiert in dem Namen Jesu Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vater, füll du jeden mit deiner Liebe, mit Zuversicht, mit Glauben und mit Freiheit. In Jesu Namen. Und ich segne dich. Die Liebe des Vaters, die Liebe des Königs aller Könige, dich freisetzt von aller Angst und Furcht. Segne auch alle Familien, die es gerade nicht so einfach haben, weil die Kinder noch nicht so in die Kita können und in die Schule kommen. Ich löse den Segen Gottes über allen Familien, auch über Alleinerziehenden, über den Kindern, über den Erwachsenen. In dem Namen Jesu Christi. Ich löse heute Morgen auch den Segen über deine Finanzen. Die Versorgung von Yahweh Jireh, dem Versorger, soll zu dir kommen. Der Herr soll dich reich beschenken aus seinem Reichtum, aus seiner Fülle, dir Gnade um Gnade und Versorgung und Versorgung geben. Du und dir, der du ihm vertraust, der du dein Vertrauen auf ihn setzt, in Jesu Namen. Wow, die Kraft Gottes ist so stark hier heute Morgen. So stark empfang sie, wo immer du gerade bist. So mächtig seine Hand, so mächtig seine Gegenwart auf dir.
Wir sind die Kräfte der zukünftigen Welt. Es ist so mächtig. Manche werden gerade jetzt am Livestream geheilt durch die Hand Gottes. Nicht durch Menschen, nicht weil jemand da irgendwie schöne Worte spricht, sondern weil Gott zu dir kommt. Und ich spreche seine heilende Kraft in deinen kranken Körper hinein. Wo immer du gerade bist, mit Schmerzen in deinem Körper. Die Schmerzen sollen jetzt weichen. In dem Namen Jesus des Heilers. Er ist derselbe gestern und heute in alle Ewigkeit. Er ist jetzt derselbe. Und seine heilende Kraft ist für dich da. Danke, Herr. Hier wird jemand an den Augen berührt. Da passiert gerade ein großes Wunder, von dem wir auch hören werden, an den Augen von jemandem. Oh, das ist so groß, das glaubt ja kaum einer. Da wird irgendwie etwas neu, kreativ wiederhergestellt von Gott in deinem Auge. Und ich spreche seine heilende Kraft hinein. Dort in deinen Augapfel, in die Augenhöhle, in Jesu Namen. Und Wiederherstellung findet statt. Durch das Wort des lebendigen Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wow. Weiß nicht, ob ihr das spürt, was hier los ist heute. Gottes Kraft ist so mächtig, mächtig hier. Ich segne alle, die jetzt hier sind. Hey, es ist ein neuer Tag. So wichtig, dass wir die Stunde erkennen. Ich rufe hier am Livestream heute Morgen alle auf, die dabei sind, aufzustehen im Geist. Jede Form von Angst und Furcht, von Zurückhaltung abzuschütteln, zu sagen, ich werde im Zentrum des Willens Gottes sein. Das schaffe ich nie allein, aber ich nehme die Kraft des Heiligen Geistes. Ich werde wie Daniel mir feste Zeiten in meinem Tagesablauf einplanen, wo ich mit meinem Vater, mit meinem Gott kommuniziere, Gemeinschaft mit ihm habe, mich von ihm inspirieren lasse, mich neu ermutigen lasse. So wichtig. Eine Ordnung des geistlichen Lebens in deinem Leben. Dazu segne ich dich auch. Ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist. Aber der Herr hilft uns allen dabei. Und ich segne dich jetzt, dass du in all den Umtrieben des Alltags die Ruhe findest mit ihm. Seine Gegenwart nehmen und erquickend erleben kannst. In Jesu Namen. Wow, was für eine Gegenwart Gottes. Hey, ich danke euch beiden so herzlich. Was für eine powervolle Präsenz unseres Herrn. Leider sind wir schon wieder am Ende unserer Zeit heute Morgen, ihr Lieben. Leider. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Herr wird mit dir sein, den ganzen Tag. Er hat versprochen, ich werde dich nicht verlassen, noch im Stich lassen. Ich bin immer bei dir, alle Tage, bis ans Ende der Zeit. So wünschen wir dir hier aus dem Gospel Forum einen wunderschönen Tag. Wir wünschen dir die Erfahrung seiner Gegenwart, seiner Führung und Weisheit. Und dass du immer weißt, mein Gott ist mit mir. Und er segnet das Werk meiner Hände und die Worte meiner Lippen. Sei so herzlich gesegnet hier aus dem Gospel Forum.